Leute, es geht wieder weiter mit unserer Karriere, mit Athletic Bilbao. Schön, dass wir wieder da am Start sind. Heute geht es gegen den Tabellendritten aus Sevilla. 17. Spieltag steht heute an. Nach diesem Knaller gegen Barca, dieses 6:5. Heute das Heimspiel gegen Sevilla. Und dann geht's auswärts. Eibar, habe ich das richtig gesehen? Müssen wir mal kurz gucken. Ne, Osasuna ist es. Ja, jetzt gegen Sevilla und dann gegen Osasuna. Ja, Barca also noch Fünfter nach dieser Niederlage gegen uns. Dieses 5:6. Lewandowski in der kurzen Zeit einen Dreierpack gemacht. Stand auf einmal dieses 5:4 und dann kam nochmal Meister Iñaki mit einem Doppelpack. Oder wenn es steht 6:5. Gut, wir nehmen es mit. Ich freue mich. Wir haben jetzt fast schon 70 Tore nach 16 Spielen. Ja, wir schießen aber auch Tore ohne Ende. Unsere Stürmer da vorne, wie gesagt, räumen gerade so ein bisschen auf. Gut, wir haben jetzt 7 vor Atletico. 19 sind, also mit dem Sieg sind wir Herbstmeister. Auf geht's. Wieso groß was ändern? Unsere Mannschaft läuft doch. Auf geht's. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn im letzten Spiel gab es 3 Tore, könnte also heute gleich so weitergehen. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen FC Sevilla. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Da haben wir die Aufstellung des FC Sevilla. Yassin Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Ivan Rakitic steht im Zusammenspiel mit Oliver auf den Positionen in der Mitte. Und gleich 3 Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. So, wir wollen versuchen, so weit ungeschlagen wie möglich durch die... 2016 konnte Sevilla 3-mal in Folge die UEFA Europa League gewinnen und das will natürlich was heißen. Also das muss ihnen erstmal einer nachmachen, daran sieht man dann doch schon, das ist in den letzten Jahren eine unglaublich starke Mannschaft gewesen. So, ja, wir wollen natürlich das nächste Spiel gewinnen, wird aber eine schwere Aufgabe, definitiv. Aber wir haben Real geschlagen, wir haben Atletico geschlagen, wir haben Barcelona geschlagen. Ja, nur so nebenbei. Auf geht's! Mitch, Tag Nummer 17. Herbstmeisterschaft incoming. Fragezeichen. Acuña. Muriel. Acuña. Rakitic, einer meiner Lieblingsspieler. Und Unai Simon. Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Oder am Flug gibt der, bleibt der. Den ersten Treffer des Spiels. Nicht im Aus, gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Unai ist, ach, ja, so ein Ball. Dach noch zu spät. Ich wollte ihn eigentlich noch hinlegen. Auswärts haben sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Und dadurch haben sie jetzt die Tabellenführung. Und wenn das so weiterläuft, auch richtig gute Chancen auf den Titel. Schaut. Ja, es ist ein Heimspiel. Wir wollen natürlich das Heimspiel gegen Sevilla gewinnen. Aber wieder eine Aufgabe mit, leichte Aufgabe wird es definitiv nicht. Muriel. Oder Muriel? Luis Muriel. Muriel. Oh. Ja, er heißt wirklich so. Christus Corona, um es genau zu nehmen, heißt er.
Jetzt kommt hat auch mal in Porto gespielt. Erstmal gut zugemacht. Iñaki Williams. Ach verdammt, das war keine Absicht. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Bei dem beeindruckt mich immer wieder das unglaubliche Tempo, dass er auch mit Ball aufnehmen kann. Schön, Gerai. Williams. Muniain. Sehr und bei D. Oliver Torres. Luis Muriel. Jesus Corona. Gomez. Einfache Aufgabe für Unai Simon. Uya Sabal hat viel zu viel Platz da auf der Außenbahn. Uya Sabal, der wird doch nicht. Der wird aber Bono. Den kennt man ja von der WM. Der hält Weltklasse. Diese Reflexe sind unfassbar. Krass. Ich gedacht, dass er den hält. Ecke kommt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Gerai. Vencedor, Vencedor. Der geht rüber. Akau. Akuya. Da ist Rakitic. Gomez. Gomez. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Muniain, ein bisschen Platz jetzt zum Aufziehen. Williams. Der oh, schöner Pass. Pass könnte gefährlich werden. Aber dann machen sie am Ende. Und dann der letzte Moment. Gute Gelegenheit. Aber Sanchez. Sicherheit, die ihn auszeichnet. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Ecke kommt in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht raus. Alvarez, also Gerai. Viel zu viel Platz aus, aber da kommt schon keiner in der Mitte. Ja, wieder neu, vielleicht nochmal. Ball ist erstmal weg. So, was gibt der Schiedsrichter gerade? Hier aktuell natürlich auf jeden Fall Vorteile beim Ballbesitz. Ja, aber momentan ist da noch nicht so wirklich. Dauert nicht mehr lange mit der Führung. Erstmal hier der Ballverlust. Und dann der Ball auf Kappa, der das mitschneidet. Das ist die Chance zum Führungstor. Also momentan, Sevilla kann sich gerade nicht mehr beklagen, wenn es hier 0-1 gleich steht. Und da verhindern sie den Konter und holen sich damit sogar den Einwurf raus. Gut dazwischen gegangen. Ja, schlechter Einwurf. Oliver Torres. Ah! Gut ein, was macht er jetzt? Er hat den Ball gehalten, aber es also geht weiter. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon Pause. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Die erste Hälfte ist vorbei. Ja, wirklich noch nicht wirklich. Also klar, Führung wäre für uns verdient, ganz klar. Aber guck, was in der zweiten Halbzeit passiert. Aber der Keeper Bono hält da klasse. In diesem zweiten Spielabschnitt. Jesus, da war's. Corona. Chicatito genannt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Der ist drin. Das ist unfassbar. Also, 0-1. Aber was für ein Tor. Also, weiß ich nicht. Unhaltbares Ding hier. Na, was unhaltbares Ding. Also, so, sorry. Er sieht die Lücke. Weil die Lücke ist einfach zu da. Also sorry, für mich sieht der Keeper da überhaupt nicht gut aus. Los. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Also sorry, also für mich ist das definitiv
Ein Torwartfehler, aber ist egal. 1-1. Munirin. Der auch einfach viel zu viel Platz hat, der dann machen kann, was er will, und dann kriegt einfach den Abschluss machen. Lass die Verteidiger uns stehen und rein ins lange Eck. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jo. Ja, also Rika Muniain mit dem 1-1. Machen Sie jetzt gut. Also Muriel, der hat schon einmal getroffen. Sevilla-Wechsel aus. Nehmen Sie jetzt runter. Ja, Sie nehmen die kurze Variante. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. Ei, ja, Mann, das ist doch kein Elfmeter. Angeblich Oyasa Ball. Na komm schon, ey, das war doch mehr gar nichts. So, Gegner führt wieder. 2-1 Sevilla. Da sehen wir diesen Strafstoß nochmal. Er ahnt, für welche Ecke sich der Torhüter entscheiden wird. Ja. Verlädt ihn. Wieder einmal. Und Muniain, der hat ja eben schon so ein Ding gemacht. Könnte der Ausgleich werden. Und er wieder denkt! Kurze 2-2 Muniain! Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Macht er wieder so ein Ding! Und rein ins Glück! 2-2, Ausgleich! Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Alles wieder offen hier. 2-2. Also, wieder ein Konterball. Da kann er ihn stoppen. Luis Muriel. Ach! Jetzt nimmt das alleine mit allen. Das ist zum Kotzen, ey. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Also, du kriegst jetzt den dritten hintereinander weg. Und wieder führt Sevilla. Jetzt zum dritten Mal. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, unfassbar, die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Ist es das jetzt? Wieder! Ärger, aber diesmal macht Bono das, hält den Bono. Also das wäre es jetzt gewesen, wenn er den, wenn der Muniain den dritten gekontert hätte. Gomez. Muriel. Rakitic verliert den Ball. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Können wir zumindest unsere ungeschlagene Serie halten. Die Chance hier. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Muniain, der Doppeltorschütze bisher. Platz zum Kontern. Und dann ist es Kuro Zeta vielleicht. Riesenchance. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Aber Bono, Weltklasse gehalten den Ball. Wenn der den nicht hält, ist das hier 3-3. Das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir sehen, der Druck ist da, der Drang Corona zum Tor ist da, sie wollen den Ausgleich. So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Geraimur, und wieder ist es Muriel, also der. Ist die endgültige Entscheidung, ist der stark gemacht, tolle Parade, so kurz vor Ende, die Hoffnung lebt. So, der geht jetzt über uns runter vom Platz, also Muriel. Nicht durch, Abwehr ist da. Also Muriel kann jetzt nicht nochmal treffen. Oh ja, so ein Ball vielleicht, aber. Da können sie kontern. Williams. Nein, warum? Läufst du an dem scheiß Ball vorbei? Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Sanchez! Da ist er mit. Ja! Gotteta macht den mal lang! Der 387. Da
Ja. Da freut er sich. Boah, alter Verwalter. Ja, war nämlich abgefälscht hier von der 4. Und damit ist es auch kein Abseits. Damit kann es auch kein Abseits werden, weil der Ball vom Gegner kam. So. Boah, alter Verwalter, ey. Hat zumindest so ein geschlagen, am Führungszeichen. Zumindest das. Zumindest das. So, Viererfeixe. So, gibt's noch einen Schlusspunkt her? Zum 3:3. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Bocha. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ha! Pass kommt nicht an. Es wird unentschieden werden. Oder? Oder? Ist hier immer noch am Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Sie machen das Tor. Das ist die erste Saisonniederlage. 3:4 Sevilla. Es ist Jesus Corona. Unfassbar, ey. Die erste Saisonniederlage. Erst kommt der Pass und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Erstes Saisontor und das ist das Wichtigste. Es ist die erste Saisonniederlage und damit ist es durch. Damit haben wir die Chance auf den Herbstmeistertitel nicht. Der Schiedsrichter wird nämlich jetzt abpfeifen. Das Spiel ist aus. Damit steht es fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Damit ist es hier in der Liga also die knappe, diese ganz knappe Niederlage geworden. Es hätte durchaus anders ausgehen können. Na, das Ergebnis wird Sie ärgern. Ich finde ja so schlecht wahnsinnig. Das war eine ordentliche Leistung. Ja. Bono hat halt einige Dinger rausgeholt, sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen. Nur es kommt, wie es kommen musste. Es ist die erste Saisonniederlage, wir kriegen sie halt so spät. Sie haben jedes Mal kontern können, sobald wir nur den Ausgleich haben, ein paar Minuten, Sekunden später. Aus kürzester Situation. Also viermal haben sie geführt, die Gegengäste. Und nun verdient es nicht. Ach Mann, das kotzt mich gerade. Das ist ärgerlich, wenn du so spät nochmal ein Gegentor kassierst. Weil wir hatten doch mal selber eine Chance. Und der Gegner macht es dann halt. Nun ja, ist die erste Saisonniederlage. Es sind immer noch 7 Punkte. Beziehungsweise jetzt werden es 4 wahrscheinlich werden. Nächster Gegner ist der FC, ist der CA Osasuna, heißen sie. Und ja, da haben wir vielleicht die nächste Chance. Gut. Unabhängig davon von dem Ergebnis bin ich jetzt raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 23, also Karriere in Bilbao. Und halt die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.